Herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Mein Name ist Ramon Limacher, ich bin Natural Bodybuilding Pro und jetzt seit bald 15 Monaten komplett im Aufbau. Dementsprechend, heute werden wir uns mal anschauen, was meine Lieblings-Off-Season-Meals sind. Ich bin hier schon in der Küche, da gehöre ich auch heute hin. Ich werde euch ein bisschen Tipps geben, wie ihr Kalorien besser bekommt und was natürlich meine Lieblingsmeals sind. Ich esse momentan 3800 Kalorien und kann wirklich sagen, ich bekomme die verdammt easy rein. Also was gehört eigentlich zu einer guten Mahlzeit im Aufbau? Nummer 1 ist Nahrungsvolumen. Wir wollen viele Kalorien auf wenig Nahrungsvolumen. Ja, natürlich könnte man hier einfach McDonald's essen, das ist aber natürlich für unseren Prozess nicht wirklich dienlich, darum brauchen wir trotzdem gute Nahrungsmittelquellen. Punkt Nummer 2 und wirklich unterschätzt ist Abwechslung. Wir wollen nicht einfach eine Riesenschüssel haben, einfach mit Haferflocken da und jeder Löffel schmeckt wirklich genau gleich. Wir wollen wirklich Mahlzeiten, wo die Konsistenz sich ein bisschen verändern, die Geschmäcke sich verändern, weil dann wirst du die Mahlzeit viel einfacher reinbekommen. Punkt Nummer 3 ist natürlich die Zubereitung. Wir haben alle nicht 3 Stunden Zeit, um hier in der Küche zu stehen und irgendwelche fancy Mahlzeiten zuzubereiten. Das heißt, es muss schnell gehen. Somit werden wir heute 3 Meals anschauen, die all diese Kriterien absolut erfüllen. Heißt, es wird jetzt Zeit für eine Mahlzeit. Am Mittag kochen Bela und ich hier in der WG immer zusammen. Heißt, wir gehen jetzt mal schauen, was der Mann macht. Ich denke, er ist am Worken. Ja, ich nehme euch mit. Was geht, Bro? Jawohl. Was bist du am machen? Ich bin am Technik-Clips beantworten. Gibt's was zu essen? Ja, ich würde sagen, höchste Zeit. Es ist schon 20 vor 1. Hast du was im Kopf, was es vielleicht zufälligerweise am Mittag bei uns oft gibt? Ich glaube, die letzten 3 Wochen oder so gab es gefühlt 90% Chicken Wraps, also gehe ich davon aus, das gibt es heute auch. Ihr habt es gehört, es gibt heute jetzt Chicken Wraps, das ist Mahlzeit Nummer 1 und wirklich im Aufbau ein absoluter Game Changer. Aber Bro, bist du nicht auf Diät? Doch, aber nicht mehr lange. Ja, der gute Mann hat jetzt fast ein halbes Jahr Diät gemacht. Schreibt mal in die Kommentare, falls ihr da wieder mal ein kleines Physik-Update haben wollt. Also, was brauchen wir für das Ganze? Pro Person nehmen wir 250 Gramm Chicken. Wir nehmen 1-2 Tomaten. Wir nehmen eine halbe Avocado. Wir nehmen 100 Gramm Reis jetzt für mich, die zusätzlich in die Wraps reinkommen. Und dann 3 Fladen. Die sind jetzt hier von Lidl. Die Zubereitung ist sehr simpel. Wir machen Reis. Wir würzen das Chicken, braten Chicken an, wir machen die Avocado ready, wir schneiden das Gemüse und dann packen wir das anschließend in die Wraps. Ich zeige euch gleich, wie das geht. So, wir haben das Ganze jetzt hier zubereitet. Jetzt werden hier einfach die Fladen genommen und das Ganze gefüllt. Bela nimmt jetzt hier seinen Reis, packt den hier rein. Bisschen verteilen. Passt. Perfekt. Dann hier Avocado und dann hier das Gemüse. Wir haben hier jetzt Salat und Tomaten. Ihr könnt das natürlich auch noch ausbauen. Und dann am Ende hier natürlich noch das Chicken, das drauf kommt. Und was ihr euch natürlich jetzt fragt, was sind die Makronährstoffe, wie viele Kalorien hat das Ding? Und das Ganze hat 1470 Kalorien jetzt in dieser Ausführung. Man muss dazu sagen, da sind noch 5 Gramm Olivenöl drin und wir haben 180 Gramm Kohlenhydrate, wir haben 42 Gramm Fett und 88 Gramm Protein. Also diese Mahlzeit erfüllt absolut alle Kriterien. Durch den Salat, das Chicken, die Avocado habt ihr wirklich schön viel Abwechslung im Mund und ihr kriegt hier 3 Wraps easy weg. Wir werden uns das jetzt schmecken lassen und dann zeige ich euch dann gleich die nächste Mahlzeit. Für die Mahlzeit brauchen wir 200 Gramm Rinderhackfleisch. Wir brauchen einmal schön 150 Gramm Tomaten, hier schön schon in der Verpackung, zeitsparend. Einmal Reis, 150 Gramm und dann hier noch 200 Gramm Kaisergemüse. Ihr könnt natürlich wie immer nach eurem Appetit, euren Kalorien hier die Mengen anpassen. Das ist, was ich so empfehle, was verdammt einfach runtergeht. Und wir legen wieder direkt los mit Kochen. Am effizientesten ist es, wenn wir zuerst direkt den Reis ready machen, damit wir hier ein bisschen Zeit sparen. Dann braten wir das Hackfleisch an, hauen dann die Tomatensauce dazu, lassen das ein bisschen köcheln. Wichtig ist dann, dass wir das wirklich
sehr gut würzen, damit es dann auch wirklich lecker ist. Gleichzeitig nehmen wir das Tiefkühlgemüse, packen es in ein Tupperware rein und geben das Ganze für 6 bis 8 Minuten in die Mikrowelle mit ganz wenig Wasser, dass das anschließend perfekt ready ist. Jetzt lassen wir einfach die Tomatensauce mit dem Hackfleisch köcheln, bis das Ganze schön kompakt und lecker aussieht. Es ist alles ready. Ich bereite das jetzt schön zu und dann zeige ich euch mal, wie das Ganze aussieht. Die Mahlzeit ist bereit und ich werde mir das Ganze jetzt nicht heute gönnen, weil das für mich sonst einfach zu viel Fett auf einmal wäre. Ich esse momentan pro Tag 83 Gramm Fett und das ist ein weiterer Tipp, um mehr Kalorien reinzubekommen. Findet für euch so ein bisschen heraus, was ist das Verhältnis von Kohlenhydrate und Fette, das für euch gut funktioniert. Ihr müsst euch bewusst sein, wenn ihr mehr Fett esst, wird das eure Verdauung ein bisschen verlangsamen. Es könnte sein, dass ihr ein bisschen später Hunger habt. Dafür ist es natürlich einfach, viele Kalorien mit mehr Fett zu essen. Ich würde mal empfehlen, so mit 1 Gramm pro Kilo Körpergewicht im Aufbau zu beginnen und dann ein bisschen zu experimentieren. Mir gefällt es jetzt besser, ein bisschen mehr Kohlenhydrate zu essen, dafür mit dem Fett eher so ein bisschen moderat zu sein bei 0,8 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Ja, zu den Makros der Mahlzeit. Wir haben hier 140 Gramm Kohlenhydrate, 33 Gramm Fett und 53 Gramm Protein, somit wieder wirklich ein perfektes Meal. Jetzt wird hier direkt ein wenig weitergearbeitet. Morgen sieht bei mir meistens so aus, dass ich Coaching-Arbeit mache, wirklich 4-5 Stunden sehr konzentriert, sehr fokussiert. Und es ist für mich wichtig, dass ich so ein bisschen Social Media und Coaching trenne, weil sonst mache ich so ein bisschen beides, aber keines so richtig. Dementsprechend wird es bei mir wirklich gut getrennt. Ja, hier jetzt gerade ein Reel gedreht und gecuttet, das heute noch online geht. Ja, ich werde jetzt noch ein bisschen weiterarbeiten und dann sehen wir uns für das nächste Meal. Das wird dann auch gleich meine Mahlzeit sein vor dem Training. Jetzt beginnt der Spaß. Ich mache mich ready fürs Gym und das wird jetzt mein Pre-Workout-Meal. Die nächste ist die simpelste, die billigste und am schnellsten zubereitete Mahlzeit im ganzen Game. Wird wahrscheinlich keine Sterne, Michelin-Sterne bekommen, aber es funktioniert und es funktioniert verdammt gut. Geht sehr gut rein. Es ist einfach Reis, Gemüse. Perfekt. Was wir dafür brauchen, ist folgendes. Wir brauchen wieder Reis als Basis, 150 Gramm. Dann nehmen wir 200 Gramm Gemüse, natürlich noch Olivenöl dazu. Dann kommt ein bisschen Salz drüber. Und als Proteinquelle machen wir das ganz simpel. Wir essen unsere Mahlzeit und als das Dessert gibt es hier ein Whey-Protein. Ich habe jetzt natürlich hier das Evo Whey im Geschmack Butterkeks. Die andere Option wäre, hier ein Evo Bar dazu zu essen, ist aber ein bisschen zu wenig Protein, jetzt für meinen Geschmack, weil ja 22 ist ein bisschen zu wenig für mich, aber man könnte es kombinieren, dass man das und noch einen Shake dazu nimmt, das würde auch funktionieren. Jetzt haben wir aber den Reis schon zubereitet, hier heißt, den müssen wir nicht mehr ready machen, heißt, es gibt nochmal Gemüse in der Mikrowelle. Jetzt mixen wir das zusammen, zuerst geben wir hier noch ein bisschen Gewürz dazu, damit es auch wirklich lecker ist. Es war gerade ein bisschen viel Salz, aber das ist das Pre-Workout-Meal auf die ganze Mahlzeit, wird es schon passen. Wichtig, jetzt rühren wir das Ganze um, sodass das Gemüse schön verteilt ist. Und jetzt kommt ein bisschen der ehrenlose Teil, jetzt nehmen wir Olivenöl. Jetzt müsst ihr selbst entscheiden, wie viel braucht ihr. Jetzt ist es die Mahlzeit vor dem Training, dementsprechend nehme ich 10 Gramm Olivenöl. Ich habe aber schon 20 Gramm. Ich habe vielleicht auch schon 30 probiert. Geht auch, 20 finde ich ist so der Sweet Spot. Dann habt ihr wirklich ziemlich viele Kalorien. Jetzt naschen wir hier noch im Evo-Regal. Ich nehme jetzt einfach ein normales Whey. Können wir natürlich jetzt auch eine Evonade nehmen, so einfach als so Limonade dazu. Wir nehmen jetzt hier Butterkeks, Geschmack Butterkeks. Mischen uns jetzt hier noch einen Shake an mit 60 Gramm Evo Whey. Was ist jetzt speziell an dieser Mahlzeit? Dadurch, dass ihr die Proteinquelle in einem Shake habt, könnt ihr die einfach ganz easy trinken. Diese Mahlzeit jetzt hier, 150 Gramm Reis mit Olivenöl. Das Olivenöl führt dazu, dass ihr einfach das Ganze noch schneller und einfacher schlucken könnt. Und dann mit dem Gemüse habt ihr so ein bisschen die Abwechslung drin. Ich sag's euch, dieses Meal ist in Sekundenschnelle weg. Und wenn ihr das ein bisschen gut würzt mit Salz, Pfeffer, ist das Ganze, natürlich, es ist nicht unglaublich lecker, aber es geht gut rein. Makrotechnisch sind wir jetzt hier bei 130 Gramm Carbs,
13 Gramm Fett und 60 Gramm Protein. Ja, somit hier auch wirklich ein perfektes Meal. Wenn ihr zum Beispiel jetzt 2-3 von diesen Meals pro Tag isst, dann seid ihr wirklich schon sehr gut dabei. Sagen wir mal, ihr habt 4000 Kalorien. Ja, dann, wenn ihr jede Mahlzeit 1000 Kalorien isst, dann seid ihr mit 4 Mahlzeiten schon stabil dabei. Falls ihr wollt, dass ich nochmal ein paar Meals fürs Frühstück euch mit auf den Weg gebe, dann kann ich das gerne nochmals machen. Ich werde mir jetzt dieses Pre-Workout-Meal gönnen und dann gehe ich ab ins Gym, hart einen durchballern. Und hier kommt jetzt vor dem Training noch der letzte Tipp des Tages, wenn es darum geht, mehr Kalorien reinzubekommen, und das ist ein Intra-Workout. Fast in jedem Video erwähne ich das, aber trotzdem, es ist so einfach, während dem Training kurz hier 50 Gramm Malto zu trinken, weil schlussendlich man muss trinken, und dann seid ihr aus dem Training und habt nochmals, ja, 50 Gramm Kohlenhydrate mehr genommen. Man kann das auch ausdehnen. Der Mythos sagt, Bela hat schon mal 150 Gramm Malto in seinem Intra gehabt. Ist das optimal? Möglicherweise nicht, aber besser als seine Kalorien nicht reinzubekommen. Yes. Somit, ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses Video. Mal ein bisschen anderes Format. Wie gesagt, wenn ihr noch sehen wollt, was für Meals ich am Morgen empfehlen würde, die schnell gehen, die viele Kalorien haben, oder das Ganze auch mal in Diätformat machen soll, schreibt es gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für den Support und wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, Freunde!